Wie wir alle wissen, gibt es mittlerweile sehr, sehr, sehr viele Charaktere in The Walking Dead. Die einen davon liebt man und naja, die anderen davon, naja, sage ich mal nichts zu. Aber egal, ob ein Charakter geliebt oder gehasst wird, irgendwann im Verlauf der Serie bekommt dieser Charakter sein Ende. Ob das Ende durch einen Tod kommt oder halt einfach durch das Ende dieses Charakters einfach zu Ende erzählt. Und da gibt es quasi sowohl gute Enden als halt auch schlechte Enden von Charakteren aus The Walking Dead. Und darum soll es in diesem Video, beziehungsweise in diesem zweiteiligen Video nämlich gehen. In diesem Video heute geht es um die 7 schlechtesten Charakterenden in The Walking Dead. Und im Video für nächstes Wochenende geht es dann um die 7 besten Charakterenden in The Walking Dead. Aber ohne weiter rumzulabern, heiße ich euch erstmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Time. Bevor dieses Video jetzt hier wirklich losgeht, möchte ich einmal gesagt haben, diese Liste, sowohl die schlechtesten als auch die besten Charakterenden, ist eine komplett eigene Meinung von mir. Also es ist weder anhand einer irgendwie Liste, die offiziell ist, noch anhand, keine Ahnung, irgendwelcher Daten von den Leuten, die am meisten sagen, dieses Charakterende wäre scheiße, sondern das ist einfach wirklich meine subjektive Meinung zu diesen Charakteren halt. Außerdem ist es auch nicht hier jetzt aufgelistet von wegen zum schlechtesten bis zum besten, sondern einfach, die sind durchnummeriert. Deshalb hat nichts damit zu tun, ob der eine jetzt ein besseres Ende oder der andere ein schlechteres hatte. Hier diese Charakter, die ich jetzt anspreche, haben alle in meinen Augen einfach ein schlechtes Charakterende gehabt. Ob es jetzt schlecht erzählt war oder einfach ohne wirklich viel Würde gemacht wurde, das erkläre ich dann natürlich jetzt im Video. Und somit fangen wir nun mit Platz 1 an. Und der erste Charakter, der in meinen Augen ein schlechtes Ende in The Walking Dead hat, ist die gute Andrea. Ja, ich weiß, viele vor dem Bildschirm werden jetzt da sitzen und sagen, ist der komplett bescheuert, das labert der für eine Scheiße. Andrea, Gott sei Dank ist sie weg. Ja, beruhigt euch. Fühle ich. Ich habe ja in meinem Character-Ranking oder halt, ne, von wegen, welcher Charakter mag ich am meisten, schon gesagt, dass Andrea einer meiner größten Hasscharaktere ist. Nichtsdestotrotz fand ich ihr Ende in der The Walking Dead-Serie einfach beschissen. Aus 2 Gründen. Oder vielleicht auch 3. Auf jeden Fall zum ersten ist ihr Charakter in den Comics wesentlich besser geschrieben. Wesentlich interessanter ist auch der Charakter, der ja sogar mit Rick zusammenkommt am Ende. Im Prinzip ist Andrea die eigentliche Michonne, mehr oder weniger. Und auch in den Comics ist sie halt ein Hau-drauf-Charakter und das ist sie halt in der Serie nicht. Von Anfang an bis Ende ist sie einfach nur ein Jammerlappen, eine Heulsuse. Und das, finde ich, war schon ein sehr großer Punkt, warum ihr Ende halt einfach scheiße war. Die hätte mehr bekommen können. Natürlich spielt hier in dem Punkt wahrscheinlich auch damit rein, dass halt die Macher, also AMC bzw. die Macher der Serie halt gemerkt haben, okay, Andrea ist einer der least favorite Walking Dead Charakteren, dann schieben wir die jetzt einfach weg, dann ist, das kann nicht besser werden. Ja und nein. Ich war froh, als sie weg war, aber ich hätte mich jetzt auch schon darüber gefreut, wenn sie nochmal wiedergekommen wäre, dann vielleicht aufgeblühter und besser geschrieben. Man hätte sie ja nicht direkt töten müssen, finde ich. Und deswegen ist das zum Beispiel Punkt 1, warum ich es schade finde. Sie hätte nicht sterben müssen, sie hätte einfach weggehen können. Der zweite Punkt ist, sie hat sich gegen Ende ja gebessert. Also aus diesem komplett hundertprozentig weinerlichen, kleinen, doofen Charakter ist ja irgendwo schon ein Charakter geworden, der halt irgendwie aus seinen Fehlern gelernt hat. Ob sie das Prison vor dem Angriff vom Governor warnen wollte, mehr oder weniger. Ob sie den Governor umbringen wollte. Oder auch, ob sie am Ende quasi selber quasi sich das Leben nimmt. Ja, das ist halt das, was so ein bisschen wenig gewürdigt wurde. So, sie war gerade auf dem Weg zur Besserung und bumm, wurde sie halt einfach fallen gelassen. War einfach nicht so das perfekte Charakterende, meiner Meinung für sie. Abgesehen davon, wie schon erwähnt, wenn man sie einfach weggeschickt hätte oder wenn sie einfach gegangen wäre und 4, 5 Staffeln später wieder aufgetaucht wäre, wäre es wahrscheinlich eines der krassesten Comebacks gewesen. Und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass die Fans, wenn natürlich der Charakter Andrea sich dann gebessert hätte oder anders geworden wäre, hätten es die Fans gefeiert, weil sie halt dann vielleicht mehr an den Comics dran war. Das ist so, ne, Andrea. Platz 1, beziehungsweise das heißt, erstes Charakterende, was halt ich ziemlich beschissen fand. Kommen wir nun zu Nummer 2. Und zwar ist das die liebe Beth. Ja, ich fand ihr Ende richtig beschissen. Unabhängig davon, dass ich Beth damals absolut gefeiert habe und geliebt habe und ich es deswegen scheiße fand, dass sie draufgegangen ist. Nein, ich finde die Art, wie sie gestorben ist oder der Grund, warum sie gestorben ist, ist halt so bescheuert. Also bis heute verstehe ich nicht, wie konnte, wie heißt die Nummer Dawn, ne? Officer Dawn, da die töten. Also, ich,
diese ganze Situation war einfach komisch. Und ich verstehe auch nicht, viele Leute sagen ja immer so, ja, Beth Tod war halt schon so, ja, sie hat da ihre Meinungen gesagt und hat gesagt, hier, so und so ist das, ihren Standpunkt geäußert. Aber jetzt mal ganz, ganz ehrlich, Beth war nicht so dumm, dass sie einfach jemanden mit einer Waffe, umgeben von Menschen mit Waffen, einfach abgestochen hätte. Warum sollte sie das machen? Ich verstehe es nicht. Der Grund, warum sie es gemacht hat, verstehe ich nicht. Den Grund, warum sie so doof war und dachte, sie kommt damit davon, verstehe ich nicht. Auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, okay, vielleicht wollte sie es auch. Sie wollte vielleicht einfach den Löffel abgeben. Aber was den ganzen Punkt und das ganze Ende dieses Charakters noch so unfassbar beschissen macht, ist die Tatsache, dass das quasi mitunter eine ganze Season war, die wir darauf hingearbeitet haben, ähnlich wie bei Sophia, um quasi dann einen toten Charakter aus dem Krankenhaus zu tragen. Ich meine, guckt euch Maggie an. Sie spiegelt genau das wieder, was wir uns alle gedacht haben und auch was ich mir immer noch denke. So von wegen, in ihrem Gesicht steht einfach, nein, wir haben jetzt so lange danach gesucht, wir haben so lange drauf gewartet und dann habt ihr es kaputt gemacht. Und genau das ist meine Meinung zu Beth Tod. Also sie hätte jetzt keine große Rolle im weiteren The Walking Dead Universum bekommen müssen, aber einfach, warum hätte sie nicht ein schönes Leben führen können, ein Kind bekommen können von mir aus und einfach durchbrennen können und dann irgendwo glücklich sterben können? Sie hätte keine große Rolle gebraucht, aber sie hätte auch nicht sterben müssen. Der Punkt, warum ich Beth Tod nicht so oder Ende nicht so geil fand. Und potenziell, sie hätte auch mehr Potenzial gehabt. Potenziell hätte sie da. Aber es wurde nicht ausgeschöpft. Deswegen hier auf der Liste. Der nächste Charakter ist tatsächlich, da werden jetzt auch einige gucken und denken, hä, wieso denn? Das ist so ein krass geiles Ende gewesen. Ja und nein. Und zwar geht es um Abraham. Ja, der gute Abe, der im Line-Up in Negans Debüt quasi den Löffel abgegeben hat. Einen fürs Team eingesteckt hat, in den Worten von Negan wiederzugeben. Und keine Frage, alles an seinem Tod war episch. Wie er sich von Negan beweist, wie er sich von Sascha quasi verabschiedet, wie er Negan noch einen Spruch drückt, während er da mit quasi matschigem Kopf ist. Oh, sieh einer an. Der steckt ein wie ein Champion. Lutsch. Mehr. Die Eier. Einfach Gänsehaut und es zeigt einfach, was für ein Motherfucker Abraham eigentlich war. Und auch die Gedanken hinter seinem Tod. Und zwar, das habe ich ja schon mal in irgendeinem Video angesprochen, dass halt Negan Abraham nicht zufällig ausgesucht hat. Weil stand dieses Line-Up bei Abraham die einzige wirklich körperlich starke Bedrohung für Negan. Negan hat ihn sich ganz akribisch ausgesucht, weil halt der Typ hat halt Eier. So, ne? Das sagt er ja selber. Und das hat Negan nicht gefallen. Und ja, auch, dass es eine Bestrafung für die ganze Gruppe sein sollte und er dann zufällig Abraham rausgesucht hat. Abraham steckt ein fürs Team ein. Sein Tod war im Prinzip super gut und rund, weil Abraham denkt, er stirbt jetzt für sein Team. Er stirbt und alle anderen überleben. Und das war für Abraham fein, alles gut. Und dann auf einmal neue Staffel, erste Folge und ja, Spoiler Alert, Glenn stirbt. Und das aus einem dummen Grund, nämlich einfach, weil man könnte jetzt sagen, Daryl patzig war, aber wir gehen mal von der ganzen Gruppe aus, auch Rick, alle waren hier sehr, sehr patzig und Negan hat ja eine Warnung ausgesprochen. Und ja, Glenn hat's getroffen. Und ja, Glenn war halt von Anfang an dabei. Dementsprechend war das Trauern um Glenn wesentlich höher und hat das den Tod von Abraham quasi komplett beiseite gedrängt. Ich meine, nachdem Glenn tot ist und sie da aufräumen und alle wegfahren und jetzt mal ganz ehrlich, ohne Sascha und zum Teil auch ohne Rosita, hätte man gar nicht mehr quasi vor Augen gehabt, dass Abraham gestorben ist, dass der auch da den Löffel abgegeben hat. Nein, es war nur noch ein Glenn und ein Glenn und ein Glenn. Nee, du Arschloch, ich bin Maggie und du hast Glenn getötet. Ja, Abraham auch, aber wer ist Abraham? Das ist das Problem. Es ging zu schnell und Glenn war halt dann der beliebtere Charakter, beziehungsweise der ältere Charakter, weswegen Abrahams Tod komplett übertüncht wurde und er nicht den Respekt verdient hat, den er quasi ernten sollte. Oder zumindest den nicht verdient, sondern den Respekt bekommen hat, den er verdient hat, so rum. Und das fand ich schade. Nichtsdestotrotz, Abrahams Tod ist krass, aber er wurde halt absolut beiseite gedrängt und das macht sein Ende leider auch ziemlich schlecht, weil er hätte mehr verdient, sag ich es mal so, als nur als zweite Reihe Tod quasi von Negan zu gelten. Das ist das Problem an der Sache. Auch wenn er als erstes gestorben ist, Glenn ist die Nummer 1. Wenn ihr an Negan denkt und an das Line-Up denkt, denkt ihr immer erst an Glenn. Das kann mir keiner verneinen. Niemand denkt erst an Abraham, obwohl er als erstes gestorben ist und das auf eine viel coolere Weise als Glenn. Kommen wir nun zum vierten Charakter, der auch meiner Meinung nach und auch der Meinung des Internets nach ein unfassbar beschissenes Ende gefunden hat. Und das ist der gute Jesus. Ja, Jesus ist in den Comics auch ein super krasser Charakter. Jesus war in der Serie ein super cooler Charakter. Er war badass, er konnte übel gut draufhauen und
Überhaupt, der war ein sehr, sehr cooler Typ. Und gerade als man sein ganzes Potenzial ausgeschöpft hat, er mit seinen Kampfskills am Flexen war und gerade so an der Kippe stand, einer der geilsten Charaktere von The Walking Dead zu werden, ja, lässt man ihm von einem Whisperer in den Rücken stechen. Es gibt Charaktere, die in The Walking Dead mehr überlebt haben. Der stirbt. Und ich glaube, da sind wir uns wahrscheinlich alle einig, dass Jesus Tod super schlecht war. Viel zu schnell, viel zu undramatisch. Es war zwar übelst Gänsehautmoment, aber einfach die Dramaturgie hat gefehlt. Und auch da wurde nicht genug Respekt an Jesus gezollt. Das hätte viel krasser aufgebaut werden müssen. Viel heftiger und nicht einfach so, oh, ich kämpfe gerade und naja, ein Charaktertod, der oder ein Charakterende, was auch wirklich einfach sehr, sehr scheiße war. Wirklich. Also, auch wenn Jesus Tod krass war, es war scheiße. Und ich glaube, da sind wir uns in dem Punkt wirklich fast alle einig. So, wir sind gerade mal bei der Halbzeit angekommen. Es geht sofort weiter. Aber ich möchte einen Punkt noch kurz ansprechen. Und zwar, wenn ihr dieses Video seht, auf dem Sonntag, ich weiß gerade nicht, welches Datum genau, auf jeden Fall, in der nächsten Woche, am Donnerstag, ist glaube ich der 7., ist dieser Kanal ein Jahr alt geworden. Also der Kanal ist schon länger da, aber von den Videos her ein Jahr alt. Jetzt ist die Frage an euch. Ich hätte Bock, einen Special zu machen. Irgendwas Besonderes. Irgendwas, was vielleicht gar nicht mal direkt mit dem Thema vom Kanal zu tun hat. Und da seid ihr jetzt gefragt. Was würde euch interessieren? Also gibt es irgendwas, wo ihr sagen würdet, jo, zeig das mal. Ob es jetzt Outtakes sind. Ich habe nicht so viele Outtakes, das kann ich direkt schon mal sagen. So ein paar habe ich, aber nicht viele. Also stell mir das mal hin an. Oder behind the scenes. Vielleicht so von wegen, jo, wie machst du deine Videos? Wie planst du die? Wo fängt das Ganze an? So den Ablauf von den Videos. Ihr könnt euch mal was wünschen und das wird dann auch kommen. Es wird zwar nicht an dem Donnerstag kommen, weil theoretisch kein regulierter Upload-Tag ist, aber ihr versteht, was ich meine. Das wird dann an dem Wochenende kommen. Vielleicht auch als Extra-Video. Aber wie gesagt, bis dahin müsst ihr mir auf jeden Fall mal Wünsche vorschlagen, die ihr da machen wollt. Ich werde versuchen, es umzusetzen, wenn mir dann eine Idee bei ist, die mir gefällt. Und ja, dann ja, ist das halt eure Idee, die in einem Video quasi vorkommt. Also deswegen, wenn ihr eine Idee habt für ein Special, für das Ein-Jahres-Special dieses Kanals, gerne in die Kommentare. Aber jetzt geht's erstmal direkt weiter mit dem nächsten Charakter. Und zwar ist das der 5. Charakter auf dieser Liste und das ist die gute, nette, coole, sweete Enid. Ja, Enid ist tatsächlich ein Charakter, der ist so 50-50. Die einen lieben sie, die anderen mögen sie nicht so gerne. Ich bin Team Enid. Ich finde, sie ist eine der unterschätztesten Charaktere in der ganzen Serie. Sie hat viel zu wenig Screentime bekommen, sie hat viel zu wenig überhaupt irgendwas bekommen. Kurz vor ihr Ende, sage ich mal, kommt da schon mehr, wenn sie so an Maggies Seite ist und da auch Arzt und bla und hilft und Siddiq und so. Aber sie hätte wesentlich mehr verdient. Aber jetzt kommen wir nicht auf den Charakter zu sprechen, sondern auf ihr Ende. Und das ist quasi aber ein großes Ende. Und Enid ist da gerade nur so ein Punkt, der mich da am meisten nervt. Und zwar ist sie, ja, gut, ne, die Leute werden es wissen, ist halt gestorben durch Alpha. Sie enthauptet und dann auf den Kopf, auf den Pfahl aufgeköpft, gespießt. Oder so. Und auch wenn ich diesen Reveal, wer da alles gestorben ist, und auch wenn ich diese Szene und überhaupt diese Message hinter dieser Kopf-Pfahl-Szene von Alpha super krass finde und auch die Flashbacks nachher von Siddiq, es ging ähnlich wie bei Jesus viel zu schnell. Enid war auf einmal tot und dann sehen wir 2, 3 Flashbacks, wo man sie dann ein bisschen sich wehren sieht. Überhaupt, ich finde diese Szene oder dieses Ganze da, wie Alpha sie halt entführen lässt oder halt entführt, wie sie da geköpft werden, einer nach dem anderen, das hätte nicht in Flashbacks von Siddiq stattfinden sollen. Das hätte ruhig von mir aus eine halbe Folge strecken können von mir aus. Das wäre einfach übel krass gewesen, das zu sehen, weil das, was wir zwar in den Flashbacks von Siddiq sehen, ist zwar absolut heftig und man merkt halt auch, holy shit, das hat dem Guten schon nicht so gut getan, ne? Aber es ging super schnell und das war auch für ihn jetzt so ein unverdientes Ende. Sie hätte da wesentlich ein besseres Ende haben können. Oder was heißt das Problem? Sie hatte, das Ende war an für sich nicht schlimm, aber halt das Zwischenstück. So das, wo sie halt gelebt hat. Da hätte man ihr ein bisschen mehr geben können. Deswegen fand ich ihr Ende super schnell, super schade. Viel zu früh. Und man hätte aus ihr noch so viel mehr rausholen können. Und das ist halt leider nicht passiert. Sind wir jetzt schnell durch das Thema durchgegangen, durch Enid. Weil das ist halt schon nicht so groß, viel zu erzählen. Nur ich finde es halt schade. Charakter hat sehr viel Potenzial gehabt. Und ist halt dann auch, also wie gesagt, alle Tode, die auf den Spießen da waren, fand ich halt schade, weil sie super schnell waren. Ich hätte gerne mehr gesehen, intensiver was gesehen. Aber sonst einfach Enid, weil ja, sie halt nicht so das Potenzial bekommen hat oder ausschöpfen können hat, was sie eigentlich hatte. Schade. Kommen wir zum vorletzten Charakter. Und hier wird die Diskussion wahrscheinlich sehr, sehr hitzig in den Kommentaren werden. Und das ist die liebe Lydia. Ja, Lydia hat nicht so eine riesen Fanbase. Ich muss sagen, ich bin ein ganz kleiner Fan von ihr, aber und jetzt kommt das große Problem. Ab
Staffel, Mitte Staffel 10, glaube ich, Mitte Staffel 10 oder Staffel 11, ist ihr Charakter einfach komplett verschwunden. Sie hatte eine riesige, große Screentime und hat super viel im Krieg gegen die Whisperer gebracht. Sie hat überhaupt sehr viel Story uns gegeben um Alpha. Sie hat uns super viel Story zu Negan gegeben. Negan hat sehr viel Charakter halt bekommen durch sie. Sie war nicht schlecht. Und auch dieser ganze Disput zwischen ihr und Alpha, das war super geil. Und auf einmal, aus dem Nichts heraus, sieht man sie nur noch so in 3 Folgen in der ganzen Staffel. Ich hab's nicht verstanden. Ganze Staffel 11. Wie oft hat man Lydia gesehen? Nicht oft. Und ich habe nicht verstanden, warum. Und das Erste ist sowieso faszinierend, sie ist ja noch nicht tot. Das heißt, ich meine nicht mal, dass ihr Tod schade war oder schlecht war, sondern einfach, dass ihr Ende einfach scheiße war. Dann wird sie gebissen. Ihr Bein oder Arm wird amputiert. Was war es nochmal? Ich glaube, ihr Bein. Ich weiß es nicht, ist auch scheißegal. Sie wird gebissen, es wird amputiert. Man dachte, okay, wenn sie jetzt stirbt, stirbt sie vielleicht mit den Heldentod. Nee, sie überlebt das. Und dann sehen wir den Flashback oder den Flashforward, nachdem Rosita gestorben ist. Spoiler Alert. Und sie chillt da halt einfach so. Und dann sehen wir, ja, sie ist ganz glücklich und das ist schön und sie ist endlich frei von Alpha und sie ist frei von Kacke und... Aber wow, wo war sie die ganze Staffel? Sie war einfach weg. Sie war nicht da und das fand ich schade. Sie hätte wesentlich mehr bekommen können. Klar, mit dem Tod von Alpha, mit dem Tod von Beta und mit der Auslöschung der Riesenherde mit Lydia und Carol war ihre Geschichte quasi erzählt. Gib ich euch, ist vollkommen legitim. Aber nichtsdestotrotz war sie auf einmal weg. Das fand ich so schade. Sie war einfach weg. Puff. Naja, jetzt hier so 2-3 Folgen, da sieht man sie noch. Dann hat sie nochmal kurz, oh nein, ich werde gebissen, ich sterbe vielleicht. Nee, ich sterbe doch nicht. Und dann ist Fried, Freude, Eierkuchen. Das ging mir ein bisschen komisch und ein bisschen schnell, sehr plötzlich halt einfach. Das hätte man länger ziehen können. Aber wie gesagt, das ist halt auch nur meine Meinung, vor allem weil Lydia sehr, sehr gespaltene Meinungen in der Community von The Walking Dead hervorhebt, sag ich's mal so. Nichtsdestotrotz finde ich das Charakterende ziemlich schnell, abrupt, plötzlich so, als ob sie sagen, okay, ihr Charakter muss jetzt schnell zu Ende sein, damit wir schnell einen neuen einfügen können. Mit wem auch immer, ich weiß es nicht, ganz komisch irgendwie. Fand ich ein bisschen schade. Und kommen wir nun zum letzten Charakter auf dieser Liste und das ist der gute Rick. Ja, Ricky Dicky, Duda, Grimes, Boom Shakalaka, Boom Shaka. Ihr fragt euch jetzt, hä, ist der dumm? Wieso denn schlechtes Charakterende? Ja, also er lebt ja noch. Für die, die es noch nicht wissen, er lebt noch. Aber was ich mit seinem Charakterende meine, ist dieses Nicht-Trauen von AMC, Rick zu töten. Das fand ich schade. Wäre er da gestorben auf der Brücke, natürlich wäre die Trauer riesig gewesen. Aber Rick hatte seine Zeit in The Walking Dead auch sehr gut verbracht. Er hat uns super viel Krasses gebracht und er hätte in dem Fall einfach Platz machen können. Und das Problem ist, die Fans sind, glaube ich, zum größten Teil nur noch so an der Serie geblieben, nach Ricks vermeintlichem Tod. Verschwinden, weil sie einfach darauf gewartet haben, wann kommt er wieder. Und die ganze Serie hieß nur noch, wann kommt Rick wieder. Oder wie es Daryl sagen würde. Where's Rick? Don't care. Where's Rick? Und das ist so mein Problem. Er lebt ja noch und wir bekommen eine Serie mit ihm und er sieht super krass aus und es wird super geil, bestimmt, keine Frage. Also hier Summit bzw. The Ones Who Live wird super krass und hoffentlich gibt es einfach Story. Ich will Story. Wo war Rick? Was hat Rick gemacht und warum ist er noch nicht wiedergekommen? Brauche ich, will ich, müssen wir bekommen. Aber, kommt bei The Way noch ein extra Video zu, aber sein Verschwinden oder sein vermeintlicher Tod und dann nicht zu sagen, was jetzt genau mit ihm ist, das war halt einfach ein schlechter Move in seinem Charakter. Also für seinen Charakter, weil es einfach die ganze Zeit nur noch in The Walking Dead hieß. Daryls Hälfte des Plots hat sich nur um Rick gespielt. Ja, wann kommt er wieder? Ich vermisse ihn, bla bla bla. Die ganzen Fans haben einfach nur drauf gewartet und nichts bekommen. Und ja, dann bekommen wir doch noch am Ende der Serie, am Ende der letzten Staffel, bekommen wir dann noch diesen Wurm vorgehalten, an dem wir uns dann jetzt festbeißen sollen. Und das fand ich schade. Das war scheiße. Und das hätte man noch besser machen können. Man hätte einfach Rick entführen lassen können, von mir aus auch komplett sterben. Wäre gar kein Problem gewesen. Ein krasser, epischer Tod wäre super gut gewesen. Aber das haben sie sich nicht getraut. Und deswegen ist sein vorerst Charakterende echt beschissen gewesen. Einfach super beschissen. Es war einfach nur, um uns an der Kette zu halten, um uns weiter zu sagen, hier, guck mal, Rick lebt noch. Wenn ihr wissen wollt, was mit ihm ist, müsst ihr halt noch weiter gucken. Spoiler Alert, es gibt ein Spin-off und dann müsst ihr nochmal warten. Und ihr wartet nochmal, bis ihr wirklich wisst, was mit Rick passiert ist. Und alle Fans so, danke, I guess, ich weiß es nicht. Und deswegen fand ich sein Ende nicht so geil. So, und das war's mit der Top 7 Liste an schlechten Charakterenden. Jetzt könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Zum einen, wie findet ihr die Liste? Seid ihr da ähnlicher Meinung wie ich? Oder habt ihr Charaktere, die ihr noch hinzufügen würdet, wo ihr sagen würdet, der Charakter hat aber auch ein beschissenes Ende, weil... Oder würdet ihr vielleicht bei manchen Charakteren von meiner Liste jetzt sagen, nee, nee, nee,
das Charakterende war nicht beschissen. Es war super gut und dann vielleicht auch mit Erklärung. Ich lese mir wie immer alle Kommentare durch und ich freue mich auf eure Meinungen dazu. Und wie gesagt, der Teil 2 zu diesem Video, also quasi die 7 besten Charakterenden, der kommt dann nächstes Wochenende. Deswegen seid auf jeden Fall gespannt. Ihr könnt mir jetzt gerne schon mal in die Kommentare schreiben, was eure besten Charakterenden sind. Vielleicht stimmen wir uns ja irgendwo da ab. Aber jetzt würde ich nur noch sagen, wie gesagt, schreibt mir gerne Ideen in die Kommentare für ein kleines Special auf diesem Kanal zum Einjährigen quasi, wenn ihr es wollt natürlich. Und ansonsten kann ich euch nur noch ans Herz legen, schaut euch mal auf den Kanal um. Vielleicht gefällt es euch hier, vielleicht wollt ihr hier bleiben, dann könnt ihr gerne mal auf Abonnieren drücken. Außerdem könnt ihr jetzt irgendwo da und da auch noch Videos von mir sehen. Ich weiß noch nicht, was ich hier einblende. Aber irgendwelche Videos könnt ihr ansehen. Auch was von The Walking Dead. Deswegen checkt es gerne aus. Guckt es euch gerne an. Lasst euch inspirieren, wie gut dieser Kanal hier ist und wie Spaß es macht, diese Videos zu sehen. Gott, das klang super selbstverliebt. Deswegen, ich beende das jetzt hier ganz schnell. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Ich dann selbstverständlich auf derselben alten Couch. Aber bis dahin bin ich jetzt erstmal raus. Ciao.